Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Pony Pferde Horses. Ja, ihr erkennt's. Und ihr hört auf einmal keinen Vogelgezwitscher. Nein, wir haben sie natürlich nicht verkauft. Ja, es ist was ganz anderes passiert. Wir haben sie auch nicht aus dem Zimmer geschmissen oder so. Nein, es ist was ganz anderes. Oh, wir zeigen es euch einfach. Das hier ist im Keller ein Zimmer und es gibt jetzt eine Hoftour. Juhu! Wir haben nämlich unseren Hof umgebaut und in ein anderes Zimmer versetzt. Also wir wollten es eigentlich nicht umbauen, aber ja, ist uns irgendwie dazwischen gekommen. Weil wegen den Videos, ihr kennt ja dieses Zwitschern so. Und ja so, das sind unsere Vögel und natürlich zwitschern Vögel halt. Und wir dachten, dass es besser ist für die Vögel und auch für uns, dass wir in den Keller ziehen. Ja, weil sonst müssen wir immer so das Video stoppen. Wisst ihr zum Beispiel, wir haben bei den, das ein, nein, das war's nicht, bei, was machen Playmobil-Pferde, wenn sie allein zu Hause Video, mussten wir ihn schon dreimal drehen, wegen den ganzen Geschreie und dann, als wir noch ein Video drehen wollten, ganz richtig ging's richtig schief. Ja. Ja, und jetzt haben wir es umgeräumt und wir sind so happy und jetzt zeigen wir euch das Endergebnis. Dafür gehen wir mal hoch. Ja, die Boxen sind nicht verändert worden. Hier ist einmal der Reitplatz im Zentrum des Hofes. Muss man halt hier durch den Reitplatz durchgehen, um da hinten zum Auslauf zu gelangen. Ja, hier ist ein Bett. Da liegen gerade unsere Reitklamotten drauf, aber die dürfen wir euch nicht zeigen. Da hinten, ich zoome mal näher ran. Da hinten ist der Lagerfeuer. Da hinten ist der Misthaufen. Schubkarre, Sattel von Ango, der da keinen Platz mehr irgendwo gefunden hat. Hier ist der Stall, ist aber nicht der Hauptstall. Da ist der Ponystall, hier ist ein Schreibtisch. Da ist Hänger und Anhänger. Kutschen, hier ist eine Kutsche, Kaltblütereck. Ja, da hinten sind wieder unsere Ponys. Und wir haben eine kleine Stallgasse gemacht. Ich finde die so süß. Und ja, hier hat sich eigentlich nichts verändert, da sind nur noch Kabel. Hier Bauernhaus, Kaltblütereck, ganz ein Schiffchen. Hier ist Uppsala, mein Stativ. Hier ist nochmal das Haus der Menschen. Es gibt ja auch nicht wirklich etwas, was über unsere Anonymität krass sagen kann. Und hier ist das Highlight. Die riesengroße Koppel. Ich weiß, man sieht jetzt noch einen Teppich. Aber wir haben uns schon überlegt, dass wir morgen Samstag, heute ist 1. Mai, Freitag, dass wir zum Bauhaus gehen und dann uns Kunstgras kaufen. Das haben wir gestern gesehen. Und ja, dann legen wir das hier hin und muss kurz die Kamera drehen. Und da hinten auch hin und da auch hin. Da hinten nicht, aber dann werden wir auf jeden Fall Kunstgras hinlegen. Und ja, da hinten ist noch ein Eck. Entschuldigung, wenn ihr das gehört habt. Da hinten ist nochmal ein Eck, da ist ein Spiegel, hier sind die Sachen, da hinten ist noch, also hier ist noch der Hauptstall, der ist eigentlich normal geblieben, Saftfutterkammer, Anbindeplatz, da hinten ist der Waschplatz, da sind die Hindernisse, da hinten, ich zoome mal näher ran, da sind die Hindernisse neben dieser Staukammer da sind die Hindernisse, da ist das Ferienhaus, die Infotafel, der Ponyputzplatz. Hier ist die Koppel und da sind das Hühnerhaus. Ja. Da haben wir noch unseren Unterstand hingestellt. Hier sind nochmal die Hänger. Kann ich euch auch gleich zeigen. Ja, hier ist noch ein Wegweiser, warum auch immer. Da haben wir noch eine Vogelscheuche hingestellt. Tränke, falls ihr das sehen könnt. Und ja, wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Und schreibt uns doch eure Meinung in die Kommis, wie ihr den Hof so findet. Wir haben da ungefähr so 2 Stunden dran gearbeitet. Insgesamt 2 Stunden.
Und es war echt Horror vom letzten Stockwerk hier ins letzte, vom ersten, vom höchsten Stockwerk in das niedrigste Stockwerk zu bringen. Das war echt kein Zuckerschlecken. Und was wir gefunden haben: ein Geier, der Gustav der Geier. Ja, damit spielt meine Schwester jetzt gerade. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen neuen Abonnenten natürlich auch. Ja, vergisst nicht zu liken. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich das nächste Mal wieder. Ciao!